So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich melde mich hier gerade aus Nairobi, Kenia, und wie ich euch auch in dem letzten Video versprochen habe, wollte ich noch einen Vlog zu Sri Lanka machen. Das war ja das letzte Land, wo ich war. Und da habe ich gerade mit Ben Spricht gesprochen. Der hat selbst einen YouTube-Kanal und einen Podcast vor allem. Schaut doch unbedingt rein, der macht immer spannende Interviews mit spannenden Leuten, höre ich auch selbst sehr gerne. Insofern, wir haben uns da gerade auch mal lang unterhalten, ich glaube knapp 2 Stunden. Und hier zeige ich euch einfach mal den Teil über Sri Lanka. Hört da gerne rein. Also ab jetzt gleich geht's los, einfach nur mit Ton. Das heißt, ihr könnt auch gerne das hier auf meinen Podcast hören. Schaut einfach bei Spotify oder bei iTunes vorbei. Ansonsten für das ganze Interview schaut bei Ben Spricht vorbei. Ich verlinke das hier auch unten. Unbedingt da ein Abo dalassen. Wie gesagt, ein toller Kanal. Also viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Wir haben eine super Verbindung, obwohl du in Kenia aktuell bist, ne? Ja, also Kenia muss sagen, ich muss sagen, also ganz schön überraschend auch. Ich habe hier in jedem Land, wo ich dann so bin, kaufe ich immer direkt am Flughafen eine SIM-Karte und habe hier gestern mal die Verbindung, meine mobile Verbindung getestet. Und da habe ich gleich irgendwie 110 Megabit im Download oder Mega, ich glaube Megabit ist das, und oder sogar 120, wo ich dachte, hey, das habe ich in Deutschland noch nicht mal so ansatzweise gesehen. Vielleicht über WLAN oder beziehungsweise übers richtige Internet, nicht übers mobile, aber also Internet ist ja bestens, da kann man sich nicht beschweren. Du bist auch, ich glaube, im Jahr 2020 bist du tatsächlich der Gast mit der besten Skype-Verbindung ever. Kann natürlich auch an der beschissenen Uhrzeit liegen. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Krass. Lass uns heute mal wirklich über das Thema Reisen sprechen, weil du hast ja Deutschland verlassen, du hast das auch in einem Video angekündigt. Was machst du? Erzähl erstmal, was du so aktuell machst. Du warst jetzt lange in Sri Lanka, können wir später noch drüber sprechen, über deine Beobachtungen. Aber was ist jetzt so im Moment so dein Ding? Du bist jetzt wo genau in Kenia? Ich bin jetzt gerade in Nairobi, in Kenia, und ja, ich habe mir diese Tage, als ich in Sri Lanka in den Teeplantagen mit einem Scooter unterwegs war, mit einem Roller unterwegs war, habe ich mir gedacht, hey, das mit dem eigenen Fahrzeug herumzufahren, ist eigentlich so entspannt und so cool. Da habe ich mir gedacht, hey, ich werde mir in Nairobi hier ein Motorrad kaufen und das bis nach Kapstadt durchfahren. Also ich bin halt so einer, der macht halt immer Motorradtouren. Da bin ich schon mal quer durch Westafrika gefahren, dann bin ich auch schon Schön. mal durch Indien quer gefahren, 4,5 Monate von Norden bis nach Süden. Und Geil. insofern ja, habe ich das gleiche auch hier vor. Also ja, mal schauen, da werde ich dann heute Morgen ein bisschen unterwegs sein, mal schauen, ob ich hier ja, chinesische oder indische Motorräder kriegen kann. Die sind ja relativ günstig und zuverlässig. Und dann mal schauen, ob ich das Abenteuer starten kann. Das ist eine geile Art zu reisen, ne? Einfach über, also du warst jetzt auch in Sri Lanka und ich glaube, also ich war zweimal in Sri Lanka und beim ersten Mal sind wir mit dem, das war dann ein bisschen mehr Low Budget, da sind wir immer mit dem Kumpel, mit dem Tuk-Tuk von A nach B gefahren. Das ist ja da auch problemlos möglich, ne? Das ist ein kleines Land, dann kann man die Fahrer anheuern und sagen, ja, wir müssen hier in die und die Stadt. Und dann fahren die auch noch gerne da mal 3, 4 Stunden mit dem Tuk-Tuk durch die Gegend. Das fand ich immer geil, einfach den Fahrtwind. Du bist unterwegs, du kannst überall anhalten, da mal eine Kokosnuss schlürfen, da mal ein paar Fotos machen. Du bist raus aus dieser kollektiven Infrastruktur letztendlich, ne? Aber jetzt, wenn ich jetzt überlegen würde, oh, mache ich das selber auch in Kenia, wäre ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger. Hast du dir da vorher auch schon Gedanken gemacht oder war das jetzt heute Morgen eine spontane Idee von dir? Ja, also wie gesagt, die Entscheidung, dass ich hier Motorrad kaufen werde, habe ich da vor ein paar Tagen in Ella in Sri Lanka getroffen. Und ach ja, ich fahre seitdem ich 18 bin, fahre ich Motorrad, habe Westafrika überlebt, habe Indien überlebt. Da bin ich dann ganz hart gesotten. Insofern. Aber du hast dir die Route schon mal halbwegs angeschaut, oder auf der Karte? Also ich weiß, wo Südafrika ist, ich weiß in etwa, welche Länder dazwischen sind. Sehr geil, sehr geil. Ja, schön. Wie viel Zeit hast du dir vorgenommen für die Tour dann? Also in etwa 2 Monate. Also ich wollte im Mai wollte ich in etwa in Südafrika sein.
Aber ich bin da ganz flexibel. Ich habe jetzt sowieso kein Zuhause mehr. Insofern, eigentlich hatte ich vor, im Mai oder Juni wieder zurück nach Hamburg zu kommen, aber da bin ich flexibel. Je nachdem, vielleicht sage ich, hey, es gefällt mir so gut, ich bleibe ein bisschen länger. Ich muss mal schauen, ich muss mal schauen. Das ist gerade halt das Entspannte, wenn man halt einfach, ja, Sehr ganz schön. flexibel ist, wenn man machen kann, was man will. Sehr schön. Das genieße ich gerade total. Die große Freiheit ist es. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber du machst relativ wenig Videos darüber, ne? Man könnte jetzt meinen, hey, der holt jetzt hier die Leute jeden Tag mit dem Vlog irgendwie mit, aber nee, ne? Ja, ich bin da, ja, für mich, ich mache die Reisen meistens immer nur für mich, dass ich da, natürlich werde ich jetzt, haben wir auch gesagt, dass wir vielleicht hier so ein bisschen was aus, bei Sri Lanka, was Sri Lanka angeht, rausschneiden und dann vielleicht für meinen Kanal nehmen. Ja. Also, ich habe mir ein paar Notizen für Sri Lanka gemacht, wollte noch ein Vlog machen, aber jetzt nicht, dass ich da jede Woche irgendwie was über das Land berichte. Also, bei mir, wie du vielleicht auf meinem YouTube-Kanal siehst, da ist mehr Qualität statt Quantität. Da haue ich nicht immer so viele Videos raus und mache das mit YouTube halt immer mehr, wie soll ich sagen, ja, immer, wie ich gerade Lust habe. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Wenn du eh schon Sachen notiert hast, lass uns mal über Sri Lanka sprechen, weil tatsächlich Sri Lanka ist auch eines der wenigen Länder, ich glaube neben Thailand, wo ich, in dem ich zweimal war, was auch relativ ungewöhnlich ist, weil normalerweise schaut man sich ja so ein Land an, dann reist man da durch, aber hat sich bei mir so ergeben, dass ich da erst mit einem Freund war und letztes Jahr nochmal mit meiner Freundin auf einer Tour. Und ich fand es da immer extrem entspannt. Ich fand es war immer so eine tolle Mischung aus Indien und Thailand, habe ich immer dazu gesagt, ne? Es ist so, die Leute sind buddhistisch drauf, aber du hast trotzdem so ein bisschen diesen exotischen Flair, den du auch in Indien findest. Was waren so, und vor allen Dingen, die Sache ist ja immer, die mich interessiert, wenn Leute wie du bist auch so ein libertärer Typ, du interessierst dich viel für Philosophie, Politik, machst da Videos drüber. Wenn du dann in Sri Lanka unterwegs bist, hast du dann noch diese Brille dann auf und denkst dir, ah, okay, unter den und den Gesichtspunkten schaue ich mir jetzt praktisch dieses Land hier mal an oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil bei mir war es ein Stück weit so, ne? Im letzten November habe ich mich dann auch für ein paar Bücher gelesen, dann über Ökonomie und. Und dann ging meine Beobachtung in dem Land schon in die Richtung, dass ich mich gefragt habe, ah, okay, warum ist es hier so? Warum, was fehlt denen da? Ich habe das nochmal in der Folge 144 war es, glaube ich, mit dem Karl Friedrich Israel so ein bisschen vertieft, warum Entwicklungsland ist und meistens auch für eine sehr lange Zeit bleibt. Wie ist das bei dir? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also in Sri Lanka ist mir zum Beispiel auch direkt aufgefallen, dass da erstmal, es fing so an, ich wollte mir eine Royal Enfield da mieten. Also ich bin durch Indien mit einer Royal Enfield gereist. Da kannst du, das sind, wer die Royal Enfields nicht kennt, das sind in Indien so die, ja, die Harley Davidson in Indien. Das sind so, die sind relativ erschwinglich, Wie eine aber Goldwing, oder? Kann das nee, sein? die sind halt viel kleiner, die sind Ah, halt viel okay. kleiner. Also haben auch nur 500 Kubik, 300, entweder 350 oder 500 Kubik. Und ist halt Motorrad, das wurde von den Engländern, also Royal Enfield ist halt ein englisches Werk sozusagen, war das, oder es war früher ein englisches Werk. Und dann haben das englische Militär hat das nach Indien exportiert. Die Motorräder haben noch irgendwann in Indien ein eigenes Werk gebaut und das Werk ist dann in England pleite gegangen und die haben in Indien immer weiter produziert. Das heißt, man sieht da jetzt Motorräder rumfahren, die technisch eigentlich auf dem Stand von 1953 sind und demnach halt noch sehr retro aussehen und halt einfach ja auch extrem viel Fahrspaß haben. Also da, ich habe mich richtig in Indien in diese Motorräder verliebt. Und dachte dann auch, hey, ich gehe nach Sri Lanka, da kann ich mir dann auch wieder so ein Motorrad holen und dann da über die Insel reisen. Aber ich wurde schnell enttäuscht, als ich dann erfahren habe, dass wenn man die Motorräder mieten will, also in Indien kostet das vielleicht so 10, $15 am Tag. Und in Sri Lanka wollten die gleich $45 am Tag haben. Da gab es halt nur Colombo und unten, ich glaube in Unawatuna an der Küste, war das, wo man sich da die Motorräder mieten konnte. Und das hat halt einfach auch damit zu tun, dass der Staat ja durch seine Importsteuern auch verhindern will, dass bestimmte Fahrzeuge importiert werden und bestimmte nicht. Das Spannende ist auch,
Du kriegst kleine Motorräder irgendwie bis 200, 300 Kubik, kriegst du relativ günstig. Aber sobald es da drüber geht, hast du dann hohe Importsteuern. Insofern sieht man da auch, ja, ich glaube, die Motorräder, die, ich glaube, die haben auch eine Begrenzung. Ich glaube, du darfst nur maximal 400 Kubik kaufen. Und, aber die Polizei fährt teilweise auch mit 600 oder 1000 Kubik Motorrädern rum. Das ist dann für die Verbrecherjagd sehr, sehr vorteilhaft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber denkst du, also was ist der Grund dafür? Also nur die hohe Exportsteuer, Importsteuer dann, oder wie? Ja, einmal ist es die hohe Importsteuer und natürlich, man sieht halt auch, wenn man sich das genau anschaut, man sieht auch, dass von den neueren Fahrzeugen, die rumfahren, sind, ich will mal sagen, über 3/4 der Fahrzeuge sind Hybridfahrzeuge. Und wenn man sich dann anschaut, okay, wie kann das sein? Hybridfahrzeuge sind ja viel, viel teurer, vor allem in so einem Land, wo die Leute nicht wirklich viel verdienen. Und das machen sie natürlich auch. Das steuern sie natürlich mit den Importsteuern. Dass du kannst halt gebrauchte Autos dürfen nicht älter als 3 Jahre alt sein. Und wenn du halt normale Verbrennungsmotoren kaufst, dann, wenn du einen normalen Verbrennungsmotor kaufst, dann kostet das, glaube ich, nee, 200% Einfuhrumsatzsteuer sind das dann. Das heißt, das Fahrzeug kostet dann auf einmal das Dreifache. Und bei Hybridfahrzeugen hast du nur 18% Einfuhrumsatzsteuer, also Importsteuer. So, und das heißt natürlich, die Leute kaufen sich dann natürlich viel eher Hybridfahrzeuge, weil es unterm Strich günstiger ist. Und das ist natürlich für mich auch so diese Klimaagenda, die von den United Nations, wo die United Nations mit ihrer Agenda 21 kam oder 2010, ich weiß gar nicht ganz genau, wie die heißt, und gesagt haben, hey, wir müssen Nachhaltigkeit überall durchsetzen, wir müssen CO2 einsparen. Und so machen das natürlich auch Entwicklungsländer. Dass sie im Fall von Sri Lanka, dass sie Verbrennungsmotoren von der Straße kriegen wollen. Und was ich dann gelesen habe, die Tuk-Tuks waren früher alle Zweitakt, da hat der Staat dann auch Zweitakt-Tuk-Tuks verboten. Jetzt sind das alles Viertakt, also die sind halt, man hat nicht mehr dieses Benzin-Öl-Gemisch, was halt stinkt ohne Ende. Und so versucht man dann in einem Land, was eigentlich auch darauf angewiesen ist, günstige Fortbewegungsmittel zu haben, hat man halt teure Hybridfahrzeuge, die halt in der Anschaffung mindestens $20.000 kosten. Und in einem Land, wo die Leute vielleicht, was verdienen die da? 1000 Rupien am Tag, 3000 Rupien im Monat. Das sind, ja, ich sag mal, 400 zwischen Euro, ne? 150 und 400 Euro verdienen die vielleicht in Sri Lanka. Und da dann ein Auto zu kaufen, was $20.000 kostet, da müssen sie ganz schön lange einen Kredit für aufnehmen und ganz schön lange den abbezahlen. Und das ist dann natürlich, wo ich dann mit meiner libertären Brille komme und sage, okay, hey, wie greift der Staat denn in die Wirtschaft ein? Wie greift der Staat in den Verkehr ein? Wenn du auch, das habe ich auch recherchiert, du siehst halt, es war mir zu Anfang gar nicht bewusst, dass es die Demokratisch-Sozialistische Republik Sri Lanka ist. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, okay, welche Unternehmen sind denn alle in Staatshand? Und wenn man dann mal ein bisschen recherchiert, dann sieht man, dass es eigentlich kaum jemand genau weiß. Die sagen, ja, irgendwie so mindestens 400, aber kann sein viel, viel mehr. Und natürlich in so einem Land, warum haben sie so viele Staatsunternehmen? Das ist natürlich, dann hat der Präsident und hochrangige Politiker, die setzen natürlich da ihre Freunde, Bekannte, Familienmitglieder alle in diese Unternehmen rein, was dann halt ja sozusagen Korruption ist. Und ja, insofern solche Sachen interessieren mich immer, wenn ich in die Länder gehe, schaue ich mir an, wie greift der Staat da ein, wie ist es hier mit der wirtschaftlichen Freiheit bestellt? Wie sind die Lebensstandards und was verdienen die Leute und so weiter? Und da fand ich dann Sri Lanka vor allem, wie gesagt, das mit dem Verhältnis zwischen Einkommen und das, was Autos kosten, fand ich sehr spannend. Und da sieht man auch einfach, wie da der Staat ja günstige Fortbewegungsmittel verhindert. Ich habe immer mal ein paar Tuk-Tuks, Gebrauchte am Straßenrand gesehen und die waren so, ich glaube, die haben 1000 Dollar gekostet, umgerechnet.
Ich glaube, es war dann irgendwie 1 Million oder so. Deswegen, die Tuk-Tuks waren schon beliebter. Also mir wäre jetzt gar nicht aufgefallen, dass das Viertakter wären statt Zweitaktern, aber kann schon sein. Es verhindert natürlich auch eine Menge Smog, ne? Also wenn man sich dann irgendwie mal in Bangkok oder so unterwegs ist, an einem Sommertag, ne, da ist dann schon hardcore, was die Tuk-Tuks und die Zweitakter. Ich meine, es ist ja dann wie in Leipzig in den 80ern, ne? Das ist schon geisteskrank dann. Aber du hast schon recht, natürlich hat es Auswirkungen. Was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass sobald ich so ein bisschen über Politik gesprochen habe, auch mit unserem Fahrer, der uns dann lange da begleitet hat, war immer so die Hoffnung, dass jemand von außen eine große Änderung hervorbringt. Weißt du, wie ich meine? Es war immer so dieses, ja, jetzt wählen wir den und dann wird hoffentlich dieses und jenes anders. Weißt du, wie ich meine? Also es war so wenig Spielraum, dass die Leute, den die Leute selbst irgendwie hatten und auch ergriffen haben, ne? Es war immer so eine leichte Externalisierung einfach so der Eigenverantwortung und, ne? Wobei ich jetzt Ja, nicht aber ich genau, glaube, dass ja. ich glaube, das ist ja in anderen Ländern auch nicht anders so. Da ist natürlich auch in Deutschland, da denken natürlich auch viele, ach, wir müssen jetzt die und die wählen, dann kämpfen wir jetzt gegen den Klimawandel an oder die AfD, die beschützt uns vor Merkel und ja, oder ja, da ist halt immer so, Aber dass man dran glaubt, dass man, sobald man an seine Stimme abgibt, dass es dann alles besser wird, ne? der Unterschied war nur der, dass ich dann den Fahrer auch mal gefragt habe, ja, wie viel Einkommenssteuer bezahlt ihr denn hier überhaupt? Und es waren, glaube ich, 7% oder sowas, ne? Und noch nicht mal, also natürlich jetzt so der Kokosnussverkäufer oder irgendwie der Schuhbesohler am Straßenrand bezahlt die überhaupt nicht. Also es war dann wirklich nur in Angestelltenberufen und, die du ja dann zum Teil wirklich nur in der Großstadt vorfindest. Die bezahlen diese Einkommenssteuer und die anderen halt nicht, ne? Und dementsprechend sieht man auch viele Businesses, sage ich mal, die, wo ich denke, ey, da habe ich wirklich den größten Respekt vor. Die sitzen jetzt mehr oder weniger, wurden halt auch in diesem, wie soll ich sagen, in dem Naturzustand der Armut geboren, dass sie einfach ja in einer Familie groß wurden, wo es jetzt einfach nur eine Holzhütte gab. Und dann hieß es halt irgendwann mit 16, 17, Junge, jetzt mach mal. Und eine Sache, die ich da noch wirklich in Erinnerung habe, ist jemand, der mit Fischfetzen, so eine, kennst du dieses Tier, einen Wassermonitor? Das sind diese Riesenechsen. Weißt du, wie ich meine? Das sind so riesige Echsen, so krokodilartige. Und die hat er immer mit Fischfetzen angefüttert und hat dafür dann wirklich Pfennigsbeträge von vorbeifahrenden Touristen verlangt, wenn die halt Fotos damit gemacht haben, ne? Und das fand ich interessant. Die Leute sind teilweise dann schon in so einem Modus drin, dazu zu sagen, hey, ich mache alles zu Geld, was irgendwie geht, ne? Das ist dann schon eine interessante Sache, wo ich wirklich Respekt vor habe, ne? Ja, das ist es ja halt einfach, wo man sieht, dass so marktwirtschaftliches Denken eigentlich, egal wie streng sozialistisch organisiert das Land ist, also auch in der ehemaligen Sowjetunion oder in der damaligen Sowjetunion hat man ja auch gesehen, dass da, man konnte alles unter der Ladentheke kriegen. Insofern, wenn die Leute sehen, hey, man kann da und damit Geld machen, dann versuchen sie das, ne? Und so, das ist natürlich dann der, wie soll man sagen, der Erfindungsgeist, wo sie dann schauen, okay, was gibt es da für eine Nachfrage und wie kann ich die bedienen? Wobei mir auch aufgefallen ist in Sri Lanka, dass, ja, haben die Leute auch gesagt, sobald es dann halt ein bisschen größer wird, kommt dann der Staat ganz schnell an und will von dir irgendwelche Lizenzen haben und Steuern und alles Mögliche. Und das ist halt das Problem. Du kannst halt, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du skalieren willst, dann musst du halt immer mit der Regierung zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wie es da genau ist, aber das habe ich in vielen afrikanischen Ländern immer gehört. Dann ist es wirklich super willkürlich vom Staat, dass der Staat dann meinetwegen, du machst einen Kiosk auf, dann kommen sie an und sagen, ach, alles relativ klein und so und muss keine Steuern bezahlen. Sie kommen dann 3 Monate später und sagen, ja, jetzt bezahlen mal pauschal irgendwie $500 oder irgendwas. So, wo halt einfach du keine Rechtssicherheit hast, du überhaupt nicht weißt, okay, inwieweit kann ich mein Geschäft hier weiter betreiben? Was muss ich für Steuern bezahlen? Was muss ich für Lizenzen haben? Also, wie es genau, wie gesagt, in Sri Lanka war, konnte ich nicht herausfinden. Meiner Meinung nach waren auch viele, viele, die hatten halt, man konnte sich zwar irgendwie ganz locker mit denen unterhalten, aber sobald es ein bisschen detaillierter wurde, hat man dann gemerkt, dass deren Englischkenntnisse nicht unbedingt reichen, um da auf den Zahn zu fühlen. Also,
Das fand ich in Sri Lanka halt auch so, ja, für mich so ein bisschen das Hindernis, um mehr über das Land herauszufinden. War halt immer so diese, auch wenn man jemanden hatte, der gut Englisch konnte, wenn man zum Beispiel über die Dating-Culture da gesprochen hat, dann hat man schon gemerkt, so, sobald es ein bisschen detaillierter wird, haben die dann Probleme, sich in Englisch auszudrücken. Ja, und man hat halt ständig auch den Akzent von ihm im Ohr, ne? Ich glaube, ich habe dann Ja. irgendwann selber angefangen, denselben Akzent zu sprechen, weil ich mich da einfach angepasst habe. Lass uns mal darüber reden, über diese Dating-Kultur, weil das ist ja oftmals, was ich so bei, ja, so Anfang 20-Jährigen, wir sind ja beide schon ein bisschen älter, erlebe, ist, dass die natürlich in so ein Land reisen und total verzaubert sind von den Leuten und die sind so arm, aber trotzdem so freundlich und. Und es kommt zu so einer gewissen, ich nenne es mal Backpacker-Verklärung, dass man die nicht hinter die Fassade schaut, was so eine Gesellschaft teilweise dann doch inne hat in ihren Strukturen und in ihren Auswirkungen. Und worüber man einfach hinwegschaut, weil man einfach so verzaubert ist von dem Lächeln und. Und da wäre zum Beispiel eine Sache, die ja immer wieder interessant ist, ist, welche Möglichkeiten habe ich denn als Individuum überhaupt, einen freien Partner zu wählen, ne? Jetzt weiß wahrscheinlich jeder, dass es in Indien sehr, sehr extrem ist, ne, mit arrangierten Ehen und. Aber ich glaube, es ist in Sri Lanka auch ein Thema, glaube ich, im Moment, oder? Also wirklich richtige arrangierte Ehen gibt es, wie ich das mitbekommen habe, nur unter Muslimen. Aber die anderen, die ja hauptsächlich ja Buddhisten sind, die haben dann sowas wie Marriage Brokers oder Wedding Brokers. Das ist dann halt so eine, wie soll man sagen, so ein Heiratsvermittler, wo man hingeht. Das war ganz lustig. Einer in Kandy in einem Hotel. Da war ich dann, eigentlich wollte ich nur eine Nacht bleiben, aber ich bin dann, glaube ich, 2 oder 3 Nächte geblieben, weil es einfach super entspannt war. Und der da gearbeitet hat, mit dem, ich habe mich ganz gut mit ihm verstanden, mit ihm haben wir über alles Mögliche gesprochen. Und der hat mich dann auch zu seiner Familie eingeladen und so, da zum Abendessen und so. Und der hat mir erzählt, der war 36, hatte noch nie eine Frau. Und ist dann zu diesem Wedding Broker gegangen, hat 5000 Rupien bezahlt, 5000 Rupien. Nochmal, ich glaube, das sind irgendwie 30 Euro, 25 Euro. 5000 Rupien bezahlt und dieser Wedding Broker hat ihm eine Frau vorgeschlagen und die hat er dann getroffen und deren Treffen war dann im KFC. Und die haben, nach einer Stunde haben die dann beschlossen zu heiraten. Geil. Er hat mir auch ein Foto von ihr gezeigt, von seiner Frau, und die war halt, ja, sehr dick. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, you like big girls? Er meinte, no, I don't like. Er meinte, ja, auf dem Foto hat sie vorher auch ganz anders ausgesehen. Und als ich sie dann gesehen habe, dann dachte ich, okay, nicht so mein Typ, aber dann habe ich mich mit ihr unterhalten, und dann war sie ganz nett und freundlich. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir heiraten wollen. Dann haben die sich irgendwie ein paar Mal danach getroffen, haben ihre Familien untereinander kennengelernt, haben auch so mit Horoskopen und Familienstand und so alles überprüft. Dann kam irgendwie da ein Heiliger, wie heißt das bei den Buddhisten, kam irgendwie, was meint er, kam einer vorbei, der dann sozusagen das mit der Ehe nochmal alles besprochen hat, und die werden jetzt demnächst heiraten. Ja, so schnell geht das dann da. Nach einem Tag hat man das dann schon beschlossen. Ja, kenn ich, ohne da jetzt Parallelen zu sehen, aber ich arbeite ja mit Leuten mit einer geistigen Behinderung, da kenne ich das nur her, ne? Dass da Leute, die so zum Samstags-Nachmittags-Kaffee gefahren werden und schwupp, nach einer Stunde sind die Leute halt verlobt, ne? Das ist da ähnlich. Aber ich kann es mir vorstellen, weil natürlich habe ich ja mit den Leuten auch drüber gesprochen, na, wie ist das jetzt hier heute noch und so. Und klar haben die da auch einen gesellschaftlichen Wandel. Also man hat auch vereinzelt Leute, die sagen, hey, ich will, ne, lass mich in Ruhe, so zu den Eltern, ich mache das schon irgendwie, ne? Aber der Druck wächst natürlich, wenn die Leute 24, 25, 26 oder wie er dann 36 sind, dass dann schon eine hohe Erwartungshaltung von der Familie da ist, dass es doch jetzt langsam mal zur Ehe kommt, ähnlich wie es vielleicht bei uns in den 50er Jahren oder so war. Ich weiß nicht, ne? Und das ist dann schon, das ist interessant. Also ich habe zum Beispiel mit einer Rezeptionistin in einem wirklich sehr, sehr guten Hotel gesprochen, die kannte perfekt Englisch, besser als ich.
Und sie sagte dann zu uns, so wie ihr hier reist und ihr seid nicht verheiratet, meine Mutter, die würde mich aus dem Haus werfen, ne? Die würde den Kontakt mit mir abbrechen, ne? Also das ist schon, die war ganz, ganz erstaunt darüber, obwohl sie das natürlich ständig mitbekommt, aber ja, das ist schon krass. Da sage ich immer, das ist so eine, ich beurteile eine Gesellschaft danach, wie es halt dem Einzelnen geht, ne? Welche Entfaltungsmöglichkeiten so ein Individuum hat. Und da ist es halt in vielen Ländern der Welt immer noch sehr, sehr problematisch, ne? Obwohl das mit der Arranged Marriage, das kann man auch so und so sehen, aber da gleich nochmal mehr zu, was ich da nochmal einwenden wollte. Es ist ja auch so, dass in diesen Ländern die Leute wirklich aus finanziellen Gründen dazu gezwungen sind, noch bei ihren Eltern zu wohnen. Ich meine, wie gerade schon gesagt, wenn du ein Auto hast oder ein Tuk-Tuk hast, dann ist das halt für dein Einkommen gesehen sehr, sehr teuer, sehr relativ unerschwinglich. Oder auch, ich meine, man muss halt einfach mal schauen, wie gesagt, im Durchschnitt verdienen die 1000 Rupien am Tag. Und wenn ich in Colombo, ich war lange in Colombo, habe dann da so bei den Local Restaurants immer gegessen, du zahlst für ein einfaches Reis und Curry, zahlst du vielleicht 200-300 Rupien. Das heißt, und das ist nur für eine Mahlzeit, dass wenn du essen gehst, also wir haben Leute gesagt, die zahlen mindestens 50% alleine nur für Lebensmittel. Und natürlich, wenn du so viel schon für Lebenshaltungskosten bezahlen musst, dann bleibt natürlich auch wenig Geld dafür übrig, dir eine eigene Wohnung zu leisten, deine eigene Existenz aufzubauen. Dann musst du natürlich auch dementsprechend lange bei den Eltern wohnen. Und das ist natürlich auch, wo der Kapitalismus sozusagen auch den Frauen halt geholfen hat, sozusagen halt sich ein bisschen zu emanzipieren, mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, dass die dann durch geringe Lebenshaltungskosten auch die Möglichkeit haben, alleine zu wohnen und dann nicht so sehr unter der Kontrolle von den Eltern sind. Aber ja, also was ich gerade gesagt habe, wie gesagt, also ich finde diese Arranged Marriage muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also ich meine, wenn man sieht heute, ich denke mal, im Westen gibt es auch mittlerweile viele Frauen, die sich die Partner nicht unbedingt genau anschauen. Da sagen sie, ach komm, wir sind irgendwie verliebt und das passt und das fühlt sich irgendwie ganz gut an, aber sie achten nicht auf sowas wie, kann der Mann die Familie versorgen? Es gibt ja auch viele. So, ich habe mal eine Frau kennengelernt, die hatte auch einen Freund, der war Künstler. Und das war natürlich irgendwie, wenn man sich datet, ist das alles kein Problem, aber sobald man dann irgendwie zusammen wohnt, dann hat er natürlich Probleme, die Miete zu bezahlen, ne? Ja. Seinen Anteil an der Miete, ne? Und dann hat es natürlich auch Stress gegeben. Und da ist halt sowas, ist bei einer Arranged Marriage, da wird dann ganz genau drauf geachtet. Da habe ich dann auch teilweise die Frauen, habe ich dann auch gefragt, hey, würden deine Eltern das okay finden, wenn du einen Tuk-Tuk-Fahrer daten würdest oder heiraten würdest? Meinen sie, nee, der kann keine Familie versorgen. So, und da ist, ich glaube, dadurch, dass das da viel konservativer ist, auch mit den Rollenbildern, dass wirklich die Frauen auch sagen, hey, ich versuche einen guten Mann zu finden. Und es ist ja diese Arranged Marriage auch bei den Muslimen, so wie ich das mitbekommen habe, sagen da die Eltern, hey, vielleicht willst du mal den und den heiraten, aber die haben trotzdem immer noch, die können auch Nein sagen. Also ich habe zum Beispiel eine Muslima getroffen, die sollte irgendwie 6-mal zwangsverheiratet werden, hat jedes Mal Nein gesagt und hat dann irgendwann mit ihrer Familie gebrochen. Aber also so wie das immer für Äußere oft dasteht, dass sie dazu gezwungen werden und keine andere Wahl haben, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Die können schon den potenziellen Ehepartner, können sie sich schon genau anschauen. Und da sagt man dann halt einfach, okay, ich vertraue meinen Eltern, dass die wissen, okay. Ich meine, da ist es halt auch so. Ich meine, Arranged Marriages, die gehen genau hin zu den Nachbarn, die schauen, okay, ist das ein Mann, der nicht zu viel trinkt? Ist es keiner, der irgendwie Leute verprügelt oder der andere betrügt? Oder bei der Frau, ist es keine, die irgendwie hier und da dauernd Affären hat? Ist es eine, die sich um ihre Familie kümmert und so? Und heute ist es halt so, ja, ich meine, dadurch, dass auch wie soll man sagen, da auch in Großstädten ist natürlich alles anonyme Verhältnisse, da, wenn du dich als Mann auf eine Frau einlässt, die kann dir natürlich sagen, hey, ich bin immer treu geblieben, aber letztendlich, ob sie dann doch was anderes macht, das kannst du nicht unbedingt sagen, die Nachbarn kriegen das bestimmt nicht mit, ne? Ja. Und
Da ist natürlich, wie gesagt, also, und wenn du Studien liest, da gibt es halt auch Studien, dass Frauen sich in solchen Ländern wie Indien und Sri Lanka, wenn man die nach der Zufriedenheit in der Ehe fragt, sind die zufriedener als westliche Frauen. Insofern, also finde ich es halt so einfach aus kultureller Sicht sehr spannend. Ich meine, auch im Westen, ich weiß nicht, ob jetzt ist es, glaube ich, immer mehr am sich am Ändern. Da war es ja auch immer so, dass wenn man eine Frau heiraten wollte, dass man um die Hand der Frau bei ihrem Vater anhalten muss. Das hat natürlich auch, das kommt natürlich auch so ein bisschen. Arranged Marriage gab es in Deutschland auch vor 100 Jahren oder so oder vor 150 Jahren. Und da ist dann dieses so von wegen um die Hand beim Vater anhalten übrig geblieben, dass man ja, dass die Eltern sagen, hey, ist ein cooler Typ, der kann, ist ein guter Vater, ist einer, der sich auf Händen tragen wird. Und aber das wird halt heute, wie gesagt, meiner Meinung nach wird das immer mehr aufgelöst und die Leute gehen Beziehungen ein, die sie letztendlich nur schaden, ne, weil sie halt irgendwie eine rosarote Brille aufhaben. Insofern, ich glaube, also ja, natürlich ist es das eine Extrem, Arranged Marriage, aber im Westen sehen wir halt so ein bisschen das andere Extrem, dass auch ja dass man sich schnell trennt, dass man von einem Partner zum anderen springt. Ich weiß, was du meinst. Also diese Arranged Marriage ist ja praktisch so diese natürliche Form eines Sozialstaats. Weißt du, wie ich meine? Ich brauche es nicht da, wo ich einen Sozialstaat habe. Da kann ich mich mit dem Künstler irgendwie liieren und im Zweifelsfall auch Kinder kriegen, ne? Ich bekomme mir dann Kindergeld, ich bekomme mir dann auch die Wohnung bezahlt und, und. Die Leute da in Sri Lanka oder in diesen Ländern, wo das noch vorherrscht, die haben diesen Sozialstaat ja nicht. Deswegen ist natürlich das soziale Umfeld auch darauf bedacht zu sehen, okay, der Mann muss die Familie absichern, ne? Und dadurch denke ich, findet das, was so beim Einzelnen gerne, wie soll ich sagen, vernachlässigt wird, diese Prüfung, ob das denn auch Zukunft hat und verlässlich ist, findet da vielleicht viel, viel mehr statt, als das hier in der westlichen Welt der Fall ist, ne? Da sehe ich schon so Konflikt. Potenzial, ja, beziehungsweise da sehe ich so den Unterschied in dem Ganzen, ja. Ja, und da für mich ist halt auch, wenn ich sehe, alleine auch dieses Gender Mainstreaming, dass man kleine Kinder auch in deren Sexualität und Rollen, Bilder sozusagen verwirrt. Das ist halt alles nur darauf ausgerichtet, um sozusagen den kleinsten und wichtigsten Kern der Familie zu zerstören. Das sind alle sozialistische Ideologien und man muss halt einfach nur mal Marx lesen. Im Kommunistischen Manifest schreibt er ganz offen: Unser Ziel ist es, die Familie zu zerstören, weil sobald wir die Familie zerstört haben, gehen die Leute im Kollektiv auf. Dann sagen sie, okay, wir brauchen den großen Staat, der Staat muss sich um uns kümmern. Am besten soll der Staat auch noch die Kinder direkt erziehen und nicht die Eltern. Da sehen wir jetzt immer mehr, dass mit Kita-Pflicht, dass die Kinder in frühen Jahren von den Eltern weggenommen werden sollen. Das ist natürlich so aus sozialistischer Sicht ist das, wo man sagt, hey, damit wollen wir Klassenunterschiede beseitigen, wir wollen alle gleich machen. Und das ist natürlich, ja, die Familie wird in solchen Ländern noch hochgehalten. Und wir sehen im Westen wird die immer mehr zerstört. Also ich kenne bei mir aus dem Umfeld viele, die halt aus, ja, aus kaputten Familien kommen. Natürlich diesen Menschen, den ja, mental geht es dann nicht unbedingt gut. Natürlich haben sie, leiden sie darunter. Und da ist natürlich halt, wie kann man eine Gesellschaft am besten zerstören, in der man deren sozialen Strukturen zerstört. Und das sehen wir halt im Westen. Epidemieartig. Ja, dann lass uns doch mal auf die Gründe zu sprechen kommen, warum du Deutschland verlassen hast.